Jo Leute, ich begrüße euch und wir befinden uns wieder auf dem Raumschiff. Nein, ich bin nicht gestorben, aber scheinbar ist da unser Spawnpoint. Hier sehen wir gerade unser Haus. Ist der Vogel böse? Nein, das ist schön. Unsere Pflanzen sind schön groß geworden, muss man sagen. Wir haben mittlerweile immer noch, könnte man eher sagen, die Aufgabe, Aliens zu töten. Genau genommen, die mit dem Bogen zu töten. Ey, kommt der Dicke jetzt hier hin? Nein. Weil ich brauche nicht zwei Aliens. Ey! Wie er genau dann abhaut. Kann ich den überhaupt abschießen? Ja, kann ich. Hau ab. Die können ja alle... Ah, Fleisch. Nee, doch nicht. Leder haben wir bekommen. Oh, das ist bestimmt praktisch. Damit können wir dann wahrscheinlich uns irgendwie eine Rüstung anfertigen. Na, nicht zwei von denen. Also Banditen waren leichter als die. Geht weg! Nein! Scheiße. Warum geht denn der da jetzt nicht hoch? Naja, geil. In mein Haus, was ist das denn? So, jetzt hab ich dich. Bäm. Jawohl. Und jetzt müssen wir das Fleisch noch verarbeiten. Können wir aber noch nicht, weil wir auch noch Weizen brauchen oder Korn. Oder was war der Auftrag? Food Fight. Ah, beim Campfire können wir auch kochen. Cool. Ja, das ist natürlich super. Dann können wir ja doch schon... natürlich, da hätte ich auch selbst aufkommen können. Dann können wir uns ja doch schon Nahrung herstellen. Das ist natürlich richtig klasse. Quest complete. Jo, das habe ich sogar schon gemacht. Das habe ich doch auch schon gemacht. Hier so einen Ofen herstellen. Was sollen wir denn damit machen? Ja, haben wir doch schon. Jetzt können wir hier Sachen schmelzen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt was Neues finden und das wieder einschmelzen. Ich wäre eigentlich dafür, wir suchen uns mal irgendwie einen anderen Platz. Weil das hier sieht ja schon echt scheiße aus. Also, das Schöne ist was anderes. Aber ich glaube, dass wir siedeln in der nächsten Folge mal um. Oder ich siedel offscreen an irgendeinen anderen Platz. Und dann gucken wir mal. Hier sind wieder irgendwo diese Furzviecher. Boah, die Dinger sind so kacke. Geh weg. So. Oh, der hat mir auch Leder gegeben. Leder ist natürlich gut. Oh, da ist schon wieder so eins. Man muss sagen, also, der Bogen ist schon gut. Gerade weil man halt unendlich Pfeile hat. Ah komm, nimm mal ein bisschen Holz, kann nicht schaden. Da ist schon wieder eins von den Dingern. Das gibt's doch nicht. Hau ab! So, und tschüss. Ha, das hat uns sogar noch Fleisch gegeben. Hier haben wir noch Pixel. So. Oh, hier haben wir auch direkt Rohstoff. Ich glaube, das ist Kohle. Können wir ja auch mal abarbeiten. Haben wir ja zum Glück eine Spitzhacke. Da geht das ja relativ schnell. Kohle. Okay, war Kohle. Hier ist aber auch noch Eisen. Ich werde auf jeden Fall auch noch einen Trip in eine Höhle machen. Nur jetzt am Anfang machen wir erstmal ruhig, würde ich sagen. Her damit. Iron. Oh. Oh, ein Zelt. Barrelfire. Tent.
Geil! Ich frage mich gerade, wenn ich die jetzt angreife, greifen mich direkt beide an. Nee, da ist das Vieh wieder. Hau ab. Geh weg. Pixel 10. Okay, ich bin gerade echt sehr... Och nee. Immer die Viecher. Was ist denn der Bogen? Da ist der Bogen. Ey, geil. Es greift mich tatsächlich nur einer an. Der hat mir auch Fleisch gegeben. Ah, die geben ja also unterschiedlich die Sachen, okay? Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt das noch ab. Oh Mann, das Spiel macht so einen Spaß. Ich sag's euch, Leute. Ey, wie geil ist das denn? Wir haben Zelt gefunden. Da, wir können also so gesehen auch das Lager eines Banditen kaputt machen und für uns benutzen. Das ist doch der Hammer. Hier sind Steine, wenn ich das richtig sehe. Kann ja nicht schaden. Bauen wir mal ab. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es kein Gewichtslimit gibt. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr ärgerlich. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier runter, ne? Fackeln können wir ja zum Glück auch da platzieren, wo wir das wollen. Das heißt, also auch auf Entfernung. Spitzhacke. Kann man die so abbauen? Nee. Wie baut man die denn ab? Ah, mit der Axt. Cool. Gott, dieses Spiel gefällt mir richtig gut. Es macht richtig Laune. Ich habe auch irgendwie gesehen, die Teile wachsen tatsächlich nach. Heißt also, man könnte später zum Beispiel nochmal hier hinkommen. Ich bin wirklich richtig geflasht irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das Spiel gefällt mir richtig gut. Oh, scheiße, jetzt habe ich das andere auch noch an der Backe. Und geht drauf. So, haben wir's. Zweimal noch Fleisch. Das ist perfekt eigentlich. Dann können wir uns das gleich braten. Und dann machen wir einfach daraus Nahrung. Dann haben wir direkt Nahrung. Der Mais ist noch nicht komplett fertig, wenn ich das sehe. Wir können den aber abbauen. Doch, tatsächlich, wir können den schon abbauen. Geil. Mann, das ist so cool. Es wird auch wieder dunkel. Also ich werde auf jeden Fall im nächsten Part umgezogen sein oder umziehen. Ich überlege gerade, was mache ich jetzt als erstes? Ich werde jetzt als erstes mal das ganze Fleisch nehmen und werde das Fleisch, können wir das Fleisch nicht übereinander? Doch, können wir. Das Fleisch kochen, weil, sobald unsere Figur hungrig wird, müssen wir was essen. Wie machen wir das denn eigentlich? Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie... Ah! Was ist jetzt da? Ah, okay, ich verstehe. Dann rüsten wir uns mal komplett voll. Ach, das können wir auch ausblenden. Was ist denn dann auf L? Ist das linke und rechte Hand oder wie? Das geht nicht. Oh mein Gott, kann man da vielleicht auch Waffen reinpacken? Das wäre ja überhammer. Dann packst du da dir einfach mal so zwei... ich mach das hier mal zu, so. Packst du dir da einfach mal eben so zwei Waffen rein. Das ist natürlich richtig krass. Ihr seht, wir haben hier auch eine Taschenlampe. Die leuchtet jetzt gerade nicht so stark, aber... Ich muss das Essen da wieder rausholen. So. Die leuchtet zwar jetzt gerade nicht so stark, aber wenn es wirklich dunkel ist und man irgendwie in einer Höhle ist oder so, dann kann die auf jeden Fall schon gut erleuchten, sage ich mal. Hier, genau. Wir sollten ja zum Ofen. Das ist geil, Mann. Wo ist denn das Zelt? Da. Space Beers? Oh mein Gott. Aber da steht jetzt auch zum Beispiel wieder gleich 1500 Pixel. Heißt das, dass wir das verkaufen können, oder?
Bei wem gibt's hier auch wieder NPCs, die verkaufen? Was ist, wenn ich Kohle da reinpacke? Ich nehme mal vorerst nur ein Stück. So. Ach, das geht gar nicht, okay. Iron geht aber. Ach, zwei Iron, so zwei kleine Iron-Stücke sind immer ein Barren, okay. Ach so, das gilt auch für das Kupfer, war das, genau. Was machen wir dann jetzt? Ich würde sagen, erstmal Ordnung. Wir haben hier eine Kartoffel, können wir die bei dem Feuer bearbeiten? Also kochen? Nein. Okay. Können wir das Korn hier vielleicht? Nein, können wir auch nicht. Das brauchen wir wahrscheinlich dann alles zum Kochen. Ja, hier zum Beispiel. Würde ich auch direkt mal sagen, dass wir das craften. Ich meine, kann ja nicht schaden. Ich überlege gerade, wie ich jetzt weiter vorgehe. Ob ich jetzt vielleicht... Oh, Bandagen sind auch wichtig. Die heilen ein. Da stellen wir erstmal ganz viele her. Und was ich auch auf jeden Fall gucken möchte, ist Rüstung. Rüstung. Hier, ihr seht, wir können auch... Was ist das denn? Lever, das ist ein Schalter. Ein Schalter ist auch sehr geil. Ein Metallbett wahrscheinlich. Wo können wir denn... Rüstung können wir dann wahrscheinlich tatsächlich erst machen, wenn wir ein... wie heißt denn das nochmal? Ihr wisst, was das ist. Ich weiß auch, was das ist, aber mir fällt gerade der Name nicht ein. Was ist das denn? Okay. Was brauchten wir dafür? Iron Bar, okay, das heißt, wir müssten auf Suche gehen. Können wir die Fackeln eigentlich? Wie geht denn das? So, und sagen wir mal, zum Abbau nehmen wir jetzt. Aber wenn wir das mitnehmen, dann können wir direkt die Fackeln mitplatzieren. Nee, das brauchen wir aber nicht. Hier ist eine Möhre, die können wir... Und das Weizen ist auch fertig. Ach, herrlich. Bauen wir mal eben ab hier. So. Nehmen wir mit. Rauf. Das Weizen mitgenommen. Können wir die schon mitnehmen? Die leuchtet, aber die ist, glaube ich, noch nicht fertig. Aber das Weizen ist schon mal fertig. Das ist sehr gut. Hier sinkt die Temperatur. Das heißt, wir müssen... ganz schnell mal eine Torch machen, oder? Ah, wenn wir bei der Fackel stehen, dann geht das nach oben und also dann steigt das wieder und wenn wir weggehen von der Fackel, sinkt das. Ist natürlich verständlich. Ich werde trotzdem jetzt... Oh, geht weg, ey, was seid ihr so schnell? Weiter. Boah, war das knapp. Was sind das für Pokémon, ey? Kann ich den hier durchschaden? Nein, kann ich nicht, scheiße. Alter. Gut, aber ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und melde mich dann gleich zurück. Haut rein und bis zum nächsten Part. Starbound.